Hallo, Namaste, willkommen. Noch eine kleine Lesung aus meinem Buch Erleuchtung. The Real is Illusion, The Illusion is Real oder Ausbruch aus der Matrix. Geschrieben im Jahr 2000 in Indien, erschienen 2001 bei Bohmeyer. Circa 270 Seiten, eng bedruckt, mit Poems und einem ganz normalen theoretischen Teil. Aus diesem Teil will ich jetzt noch kurz was vorlesen. Muss die Seite suchen, 141. Und zwar... ein ganz kleiner Absatz. Nichts ist wahr. In der absoluten Wahrheit, wenn alles eins wird, ist nichts wahr. Nichts existiert, nicht einmal Existenz. Nicht einmal eine absolute Wahrheit. Nichts ist. Alles, was ist, ist nur scheinbar. Hat keine Substanz, ist Illusion. Das Ziel ist Illusion, der Weg ist Illusion, der Sucher ist Illusion und schließlich, der sich findet, ist Illusion. Nichts von all dem ist wahr. Anmerkung: Sobald wir vom Nichts, vom Nirvana sprechen oder schreiben, wird Sprache so unlogisch, entstehen so viele Paradoxe. Sprache ist nicht das richtige Instrument, um es auszudrücken, um es mitzuteilen. Und schon gar nicht, um es zu verstehen. Sätze erscheinen dem normal denkenden Verstand als grammatikalisch falsch oder unvollständig. Nichts ist. Alles, was ist, ist nur scheinbar. Scheinbar was? Würde ein Deutschprofessor fragen. Wir sollten also verkehrt herum denken, wollen wir solcher Art Gesagtes richtig verstehen oder wir stellen uns das Nichts als ein wirkliches Ding vor. Aus dieser Position wird auch alles, absolut alles, was Erleuchtete von sich geben, sogar deren Silence, sogar wenn sie nichts von sich geben, absolut alles wird unwahr. Wenn sie von leerem Channel sprechen, unwahr. Wenn sie von Hingabe und Vertrauen sprechen, unwahr. Wenn sie von freiem Willen sprechen, unwahr. Wenn sie von Nichttun sprechen, unwahr. Wenn sie von Ego sprechen, unwahr. Wenn sie von Mind sprechen und von Verstand, unwahr. Absolut alles, was in Existenz, selbst für einen Erleuchteten als wahr erscheint, wird unwahr. Ich selbst besuchte in diesem Zusammenhang diverse Satsangs von anderen Erleuchteten und habe mich krumm gelacht. Die wahren Meister saßen im Publikum. Ein ganz kleiner Abschnitt aus dem Buch Erleuchtung. The Real is Illusion, The Illusion is Real. Von OWK, das ist mein Traveler-Pseudonym gewesen in Indien. Englisch ausgesprochen, Oak. Mein Name ist Edgar Hofer. Namaste.